Wir melden uns zurück mit der Schlussphase in der Begegnung zwischen der Salzburger Austria und dem SV Grödig. 86. Minute, gleich eine Großchance für Grödig. Aber der Kopfball dann im Endeffekt, wir sehen sie in der anderen Einstellung, zu direkt. Kein Problem für Christian Stosser. Austria führt nach wie vor 1:0. Wenn da jetzt nichts mehr schief geht, aber da, Omerovic geht auf der linken Seite durch, im Fünfer schon, legt ab auf Schweighofer, der bringt den Ball zurück und Omerovic macht das Tor, macht den Sack zu. 2:0 für die Violetten, das ist die Entscheidung in dieser Partie. Schweighofer bringt den Ball herein, Omerovic kommt ungehindert zum Kopfball, 2:0, Deckel drauf. Ja, wir sind schon in der Nachspielzeit, die 91. Minute läuft von Grödig, ist jetzt natürlich nicht mehr so viel zu sehen. Nochmal, Omerovic, das wär's gewesen. Allerdings kein Problem, die Austria führt ja erfreulicherweise mit 2:0. Ja, und Grödig, da läuft jetzt wirklich nichts mehr zusammen. Viel Platz für die Violetten, schon wieder Omerovic, ganz ähnlich wie bei seinem Treffer. Ja, aber da findet er keine Anspielstation, auch nicht im zweiten Versuch. Schlusspfiff in Max-Clan, das war's. Die Austria gewinnt auch das zweite virtuelle Heimspiel. Danke fürs Dabeisein, liebe Austrianer, bleibt so großartig, wie ihr seid. Und wie auch letzte Woche gilt, gemeinsam schaffen wir das. Danke, Leute.